Hallo Freunde, zum ersten Teil von Projekt Rote Siamkatze. Ihr habt Bescheid bekommen durch das Infovideo. Und das ist das erste von mehreren Videos. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, Marinefort. Ganz kurz darauf hinweisen, dass die Episoden bzw. die Games, die gezockt werden, 10 Minuten, maximal 15 Minuten gehen und euch nur einen kleinen Einblick geben sollen in das, was kommen wird, was kommen soll. Und ich starte deshalb einfach mal jetzt diese Games, dieses Spiel. Wie gesagt, es wird maximal 10, 15 Minuten sein, das Video, was ich im Vorgängervideo vergessen habe zu sagen. Und, Sanji. Cool. Ist immer. Kann die Spiele selber nicht mehr spielen, das ist. Das ist dann doch schon etwas her. Schluchteninsel, aha. Okay, das war Rennen. Ja, hier bei One Piece haben wir es ja. Wie gesagt, die Originalversion gibt es für den Wii. Tauchte die auf und das hier ist der Ableger für den Nintendo 3DS. Hier allerdings haben die das so gemacht, dass wie wechsle ich denn nochmal einen Charakter? Nein. Wechsle ich den Charakter? Okay, zack, zack, zack. Hallo. Sprung? Nein, das war Sprung. Ja, warte mal, eigentlich noch so eine Special-Fähigkeit machen. Wechsle ich denn jetzt meine Charakter? Tears. Ach, das ist Ansicht wechseln, alles klar. Ich muss halt da reinfinden, das ist ja schwierig. So, das ist wirklich einfach, das Gesmashe. Jetzt doof? Startwerkpause, Menü, Status, Fähigkeiten anpassen, Anleitung, Items. Gott, was haben wir für Items dabei? Ja, hier geht es halt darum in dem Game, ich kann da ganz kurz erklären, während ich hier mal eben. Ich muss hier unten klicken. Ach, jetzt habe ich es auch erst. Ja, Entschuldigung, Leute. Was kann man da unten machen? So, okay, alles klar, Entschuldigung. Im Großen und Ganzen in diesem Game geht es einfach um so ein kleines Abenteuer. Die Strohbande findet ein paar findet einen neuen Kumpel, sag mal. Ja, und Strohbande findet einen neuen Kumpel und muss hier ein paar Quests erfüllen. Oh, Charakterauswahl. Oh, hier, Lorimor. Tja, oh, voll weggeschlitzt. Ist alles cool. Und hier gibt es verschiedene Inseln und wir müssen verschiedene Bosse erledigen. Alles bekannte Bosse aus dem One Piece Universum. Toilette. Thunder Hall. Ne, kennen wir alle. Genau, hier kann man noch Items kriegen, die einem das ganze Game noch erleichtern, beziehungsweise zum Mischen von Gegenständen, Erstellen von Gegenständen, da kommt raus der Arsch. Ja, und hier tauchen echt coole Gegner auf. Was soll ich zu dem Game? Das Game ist eigentlich, ist das allseits bekannt, ist nichts Neues. Also es ist halt der Ableger für den 3DS und es ist ganz nett. Ja, ich habe gedacht, auch Leute, bevor ich jetzt hier. Bevor ich hier irgendwie komplett. Ein Game als erstes nehme, was ich überhaupt nicht kenne, nehme ich ein Game, was ich zwar lange nicht gespielt habe, aber was ich noch kenne. Und was mit einer Ansicht nach einem der genialsten Animes zu tun hat. Ne? Ich meine, One Piece kennt jeder.
Sollte jeder kennen, wenn nicht, dann schalte bitte jetzt ab. Gibt es die unerwünscht? Nein. Ja, Zentralinsel, wir können zum Boss gehen. Zum Endboss, auch cool. Ja. Ich hab doch alle keine Ahnung mehr von dem Game, weil ich da bin. Mir geht's halt darum, du musst und kannst deine Characters wirklich individuell aufpushen, aufleveln. Und somit viele verschiedene Fähigkeiten erlernen, kann ich euch auch gleich mal eben zeigen. Und ihr seht vom Gameplay her, dass es ganz einfach ist, ein wahres Gebäsche von Gegnern, was dieses Game angeht. Wie gesagt, viele Games, die in dieser Playlist noch auftauchen, die sind komplett blind, da seht ihr gar nichts von. Und ich möchte sie euch auch eigentlich nur kurz vorstellen. Ich will über das Game gar nicht viel so an sich sagen. Sondern eigentlich wirklich... Der Charakterauswahl. Ich glaube, Nico Rob ist auch cool. Ja, wir können so schön mehrere Gegner angreifen. Na komm. Und. Ja, ich werde ihn zu diesen verschiedenen ganzen. Hier gab es zum Beispiel übrigens, war mal der erste Boss. Das war Kuma. Kuma als erster Boss war auch schon geil. Dann gibt es auch genau die Himmelswächter. Da kann man sich schon denken, wer der Endboss der ersten Insel war. Aber wie gesagt, das sind alle so Sachen, die würde ich dann erst erwähnen wollen, wenn wir das Game auch wirklich zocken sollten. Und das kann ich euch ja noch nicht sagen. Das liegt ja aber an euch. Ob ihr das sehen wollt oder nicht. Mal eben ins Menü gucken. Es gibt ja hier halt auch Füttern. Dadurch bekommt der Typ hier oben, das ist Gabri, wie man oben im Bild sieht, bekommt dadurch Energie und die brauchen wir, um verschiedene Wege zu öffnen. Status, Nico Robin, genau, da haben wir da die ganzen verschiedenen Techniken, verschiedene Attribute etc. pp. Anleitung zum Kochen, da haben wir verschiedene Kochrezepte, habe ich mittlerweile auch alles schon. Ich habe auch schon scheiße viel gemacht, aber Medikamente, können wir verschiedene Medikamente machen, Heilgegenstände etc. sowas ist auch wirklich so richtig schön bearbeitet und halt Entwicklung. Wir auch viele Sachen machen können. Seekönig angeln, cool. Schatzkarten gibt es auch noch zu verschiedenen Bereichen. Da habe ich jetzt noch nicht alle. Da gibt's so ein paar Optionen. Klar, Fähigkeiten anpassen. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Hier gibt es verschiedene Fähigkeiten. Sieht man hier, zack, die Nico Robin erlernt bzw. verbessern kann. Beim ersten Mal durchspielen gibt's halt nur diese hier bis Level 5 und noch nicht bekannte. Aber die taucht dann auf, wenn man das Spiel nochmal durchspielt. Dann gibt's neue Missionen, seltsames Monument, ein versperrter Weg, genau, hier der Weg ist versperrt. Da hat Frankie noch was offen und dazu benötigt ihr noch ein paar Dinge. Das ist halt alles Informationen, Monumente. Ich habe mir einmal durchgelesen und die sind hier verzeichnet, Tutorials etc. kann man sich auch immer angucken. Das sind halt so die Alltagsdinge. Und ich muss sagen, dieses Game ist sehr, sehr schön ausgemalt. Ausgemalt. Ist sehr schön gemacht. Das macht echt Laune, das Game zu zocken. Und ich kann es auch, wie jedes Game hoffentlich hier in der Playlist, kann ich es jedem nur wärmstens ans Herz legen, es mal auszuprobieren. Ja. Gibt's da sowas wie die Special-Techniken? Ich glaube, Ruffy war das. Ich schiebe den mal auf. Ah ja. Nein? Ah ja. Gummsturm total genial. Oder nicht vielleicht ab jetzt. Ja. Und es ist auch sehr an der Realität dran, denn wir ins Wasser gehen. Könnte da. Na ja gut, okay, irgendwo kommen wir aber ins Wasser. Dann ersaufen unsere Helden auch. Weil wir können ja nicht schwimmen. Buff, buff. Mittlerweile ist der auch so stark, dass er die mit einem Schlag weghaut. Aber gut. Das soll für das erste Video reichen. Also, für Projekt Rote See am Katze steht One Piece Unlimited Cruise SP zur Wahl.
Ihr entscheidet im Endeffekt über was am Ende dabei rauskommt und in dem Sinne sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut!